Sturm der Liebe-Fans sind Abschiede gewöhnt. Schließlich lebt die Telenovela davon, dass in jeder Staffel ein neues Protagonistenpaar im Fokus steht. Doch neben den zwei Hauptdarstellern gibt es auch zahlreiche Nebencharaktere, die teilweise schon sehr lange in der ARD-Serie mitspielen. Da kann es schon mal ein Schock sein, wenn eine Figur plötzlich nicht mehr mit dabei ist. Diese neuen Sturm der Liebe-Ausstiege haben uns das Herz gebrochen. Florian Böhm war seit 2005 immer wieder in der Rolle des Masseurs Mike Dreschke zu sehen, der mit Tanja zusammen war. 2007 verließ er den Fürstenhof endgültig, nachdem seine Rolle bei einem Motorradunfall verunglückt war. Wayne Carpendale war in der Rolle des Geschäftsführers Lars Hoffmann ausgesprochen beliebt und galt als einer der Frauenschwärme. Doch auch er musste früh das Zeitliche segnen, nachdem er eine von Barbara von Heidenberg vergiftete Praline gegessen hatte. Besonders tragisch, die Praline war eigentlich für Charlotte Saalfeld vorgesehen. Den Serientod musste auch Caroline Beils Rolle der Fiona Marquardt sterben. Sie erlitt einen tragischen Autounfall, den sie nicht überlebte. Natalie Allison war seit 2008 in der wiederkehrenden Rolle der Rosalie Engel bei Sturm der Liebe. Sie sieht zwar aus wie ein Engel, doch Rosalie hatte es faustdick hinter den Ohren. Zuletzt stieg sie 2015 aus, mittlerweile ist sie seit 2020 wieder in der Serie zu sehen. Obwohl sie das Biest der Serie war, schockierte der Tod von Beatrice Stahl, gespielt von Isabella Hübner, die Sturm der Liebe-Fans. Die Antagonistin wurde mit einer Büste erschlagen. Lange Zeit wusste man nicht, wer sie umgebracht hatte. Nach langem Rätseln kam die Auflösung. Susan war die Mörderin. Als warmherzige Fitnesstrainerin Poppy Saalfeld schlossen wir Birte Wenzek in unser Herz. Ihre Todesnachricht kam total unerwartet. Poppy starb im Urlaub, nachdem ihr eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen war. Ein absoluter Schock für alle Fans. Ihren ersten Auftritt hatte Tanja Lieberts in der allerersten Sturm der Liebe-Folge. Einige Jahre, genauer gesagt bis 2012, war Judith Hildebrandt in dieser Rolle zu sehen. Die Serienfigur der Schauspielerin hatte so einige Abenteuer erlebt, doch kehrte dem Fürstenhof in Staffel 7 den Rücken und zog zurück nach Italien. René Oltmanns lernten wir in der Rolle des Sommeliers Simon Konopka kennen. In der 6. Staffel verließ er den Fürstenhof, um mit Maike und seinem Schwiegervater Jasper nach Südafrika zu ziehen. Jan van Weyde spielte mit Unterbrechungen 10 Jahre lang die Rolle des humorvollen Chaoten Xaver Steindl, der als Page an den Fürstenhof kam. Die Fans waren mehr als traurig, als er zusammen mit Kira nach Berlin zog und somit die Telenovela im Jahr 2015 verließ.